In diesem Video will ich ein paar Sachen mit Excel, besonders mit dem S-Verweis, zeigen. Das erste Beispiel ist hier, wir haben hier einen Artikel, kostet das Stück 1,90 Euro und ich will jetzt 1000 Stück kaufen. Jetzt will ich einen Rabatt hier ausrechnen, und zwar den Rabatt, der ist in einer separaten Tabelle, habe ich in einer separaten Tabelle angelegt, und das sind die Rabattsätze. Und die beziehen sich auf den Kaufwert. Das heißt, in dem Fall, ich könnte natürlich jetzt den Gesamtwert irgendwo ausrechnen und dann den mit dem S-Verweis verwenden. Aber wir werden das jetzt mal anders machen. Und zwar, wir werden jetzt den S-Verweis benutzen, ohne dass ich vorher in einer separaten Zelle den Gesamtwert rechne. Und zwar, man kann die Formel in dem S-Verweis reinschreiben. Und zwar folgendes. S-Verweis. Jetzt das Suchkriterium ist der Kaufwert. Ich habe hier den Kaufwert nicht, aber ich kann den per Formel aufbauen. Und zwar C2 mal C3. Der Matrix ist in der Tabelle. Rabatte. Und hier markiert man die ganzen Spalten. Und so werden professionelle Matrixen aufgebaut. Immer in einer separaten Tabelle oder Blatt. Und immer über die ganze Spalte, weil so ist man ziemlich flexibel. So, sollte man die Tabelle ändern oder sollten da mehr Werte kommen, ist man ganz flexibel. Man muss die Formel nicht mehr ändern. Okay? Spaltenindex, mein Rabatt ist ein Spaltenindex 2. Und Bereichverweis, gehen wir wieder zurück zur Rabattetabelle. Kann ich einen Wert haben zwischen 1000 und 5000? Ja, indem ich könnte zum Beispiel 3500 haben. Und deswegen schreibt man hier war. Okay, das heißt, ich habe jetzt einen Rabatt von 2%. Allerdings will ich nicht den Rabattsatz, sondern eher den Betrag. Und deswegen hier, jetzt nachdem ich mit dem S-Verweis fertig bin, kann ich dann weitermachen und da eine Formel aufbauen. Also, Rabattsatz ist 2 und Betrag wäre dann mal Stückpreis mal Menge. Und dann durch 100. Weil das sind ja 2%. So, das heißt, ich kriege für diese Menge 38 Euro Rabatt. Und das heißt, zahlen muss ich dann 38. Okay, das ist mein Zahlbetrag. Und natürlich, je mehr, wenn ich jetzt eine andere Stückzahl kaufe, dann habe ich einen höheren Rabatt und dementsprechend auch einen höheren Betrag, und das ist dann der Rest. Also in dem Beispiel wollte ich zeigen, man kann in dem S-Verweis, man kann in dem S-Verweis auch Formeln eingeben. Ja? Nicht nur, das Suchkriterium muss nicht eine Zelle sein, sondern es kann auch eine Formel, auch eine ganz komplexe Formel sein. Und man spart sich somit immer diese Berechnungen in separaten Zellen. Es ist viel einfacher, da hier die Formel einzugeben. Natürlich, je komplexer die Formel, desto schwieriger wird das diesen S-Verweis zu verstehen. Ne? Deswegen muss man immer aufpassen, man muss immer so ein Gleichgewicht haben zwischen Lesbarkeit der Formel oder der Funktion und Komplexität. Beim zweiten Beispiel, das trifft auch häufig vor, ich habe hier einen Artikel, zum Beispiel Artikel Nummer 3, und ich will jetzt seinen Preis und Gewicht ausrechnen. Allerdings, die Artikel sind so aufgelistet. Das heißt, es gibt keinen einzelnen Preis von Artikel, sondern der Artikel 3 besteht zum Beispiel aus allen den Teilen. Die kosten, zum Beispiel Teil A kostet so und so viel, Teil B kostet so und so viel, und jedes Teil wiegt so. Und Artikel 3 ist dann die Summe dieser Teile. Wie kann ich sowas rausfinden? Hier, das ist die Tabelle, die ich jetzt vom Hersteller kriege. Was ich jetzt machen kann, ich kann erstmal die Summen für jeden einzelnen Artikel kann ich die Summen von den Preisen und Gewichten zusammensummieren. Wie man das macht, es gibt in Excel eine Funktion, die heißt Teilergebnisse. Die findet man hier unter Gliederung. Das ist übers Menü Daten. Weil ich jetzt mein Fenster verkleinert habe, sieht man es hier über Gliederung. Normalerweise bei voller Bildschirmgröße sieht man das Symbol Teilergebnisse. Ja, und da kommt dieses Fenster. Wichtig ist bei Teilergebnissen, bevor man anfängt, ist, dass die erste Spalte, die muss sortiert sein, nach dem Muster
nach dem man gruppieren will. Also, das heißt, wir wollen jetzt die Summe der Artikel zusammen summieren. Das heißt, es muss, ich gehe mal wieder raus, es muss hier sortiert sein. Das heißt, wenn ich sowas habe, das ist eine falsche Sortierung, weil jetzt ist Artikel 1 nicht mehr zusammen, sondern der ist einmal hier, einmal hier, einmal hier. Das wäre falsch. Ich muss, bevor ich mit Teilergebnissen anfange, muss ich immer sortieren, und zwar nach der Spalte, nach der ich gruppiere. Ich will jetzt nach Artikel gruppieren, deswegen muss ich meine Artikel sortieren. So, und jetzt kann ich in Teilergebnisse gehen. Gruppieren nach Artikelnummer, jawohl. Ich habe auch dementsprechend sortiert, dann ist das in Ordnung. Ich will die Summe. Man kann auch natürlich andere Werte nehmen, Mittelwert, Anzahl, Maximum, Minimum. Wir wollen jetzt diesmal die Summe. Von wem? Von Preis und Gewicht. Und auf OK. Und so hat man die Ergebnisse. Das heißt, Artikel 1 kostet 6,80 Euro und wiegt 1,49 Kilo. Artikel 2 so und Artikel 3 auch so. Das heißt, wenn ich jetzt hier die Artikelnummer eingebe, ich will hier jetzt per S-Verweis den Preis und das Gewicht von dem Artikel ermitteln. Das heißt, ich muss mir hier überlegen, was ist mein Suchkriterium? Also diese Teile interessieren mich überhaupt nicht. Mich interessieren dieses Teil oder dieses Teil hier. Und das heißt, mein Suchkriterium muss immer die erste Spalte von dieser Zeile sein. Und hier heißt nicht 1, sondern 1 Ergebnis. Das heißt, ich muss hier meinen S-Verweis dementsprechend anpassen. Das Suchkriterium ist nicht die Artikelnummer, sondern auch das Wort Ergebnis dahinter. Und zwar, man schreibt das so und Lehrergebnis. Ja, das ist was drüben bei Matrix steht. So, dann der Matrix ist unter Bauteile, man markiert das alles. Spaltenindex, wo sind meine Preise? Meine Preise sind in der dritten Spalte, also Spalte 3. Um Bereichverweis, wenn wir jetzt wieder reingehen in der Matrix-Tabelle, man sieht hier, man hat hier nichts zwischen 1. Man hat entweder Artikel 1 oder Artikel 2 oder Artikel 3 und so weiter. Man hat nichts dazwischen. Deswegen hier schreibt man falsch. Okay. Und auf OK. So, und da sieht man, es gibt einen Preis von 44,75 Euro und das stimmt auch für Artikel 3. Wenn ich jetzt Artikel 2 reinschreibe, dann kriege ich 40,66. Das stimmt auch. 40,66. Okay? Und genauso könnte man das mit dem Gewicht machen. Ja, machen wir es wieder nochmal. Machen wir es diesmal manuell. Ist gleich S-Verweis. Jetzt wieder, ist immer wichtig, das Suchkriterium festzulegen, weil das ist ausschlaggebend für den Erfolg. Und zwar hier muss man schauen, was steht in der ersten Spalte. Wir wollen ja diese Werte, wir wollen ja nicht diese Werte hier interessieren uns gar nicht. Wir wollen diese Werte hier. Und die Werte haben immer vorne die Artikelnummer und dann ein Leer und dann das Wort Ergebnis. Also dementsprechend muss ich dann auch mein Suchkriterium anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein S-Verweis schreibe, S-Verweis, es ist die Artikelnummer und, das ist eine Art Verkettungssymbol, dieses und dann kommt ein Leer und dann das Wort Ergebnis und dann so. Das ist das Suchkriterium, dann kommt ein Semikolon. Dann kommen wir zum Matrix. Die Matrix ist die ganze Tabelle. Okay. Jetzt mein Gewicht ist, oder das Gewicht, das ich will, ist in der Spalte 4. 1, 2, 3, 4, also 4. Und auch wieder hier, der Bereichverweis ist, ich kann entweder Artikel 1 haben oder 2 oder 3. Es kann nichts dazwischen sein, deswegen ist hier auch der Bereichverweis wieder falsch. Okay, und dann haben wir hier die Gewichte. Du musst auch zentrieren. So, und das ist dann, und so kann man mit S-Verweisen arbeiten. Das heißt, mit dem S-Verweis, in dem Beispiel von vorhin, hat man hier eine Formel in der Suchkriterium, als Suchkriterium eingebaut. Und beim zweiten Beispiel auch eine Formel, allerdings diesmal hat man eine Verkettung von Texten erstellt, um sich an der Matrix anzupassen. Es ist immer wichtig zu sehen, wie ist der Matrix aufgestellt? Wie ist die erste Spalte von Matrix? Weil diese Inhalte von der ersten Spalte, die entscheiden, wie mein Suchkriterium ausschaut. Weil wenn ich jetzt ein anderes Suchkriterium habe, als was in der ersten Spalte steht, dann wird mein S-Verweis